Jo Freunde des Wisst ihr noch, als ich am Freitag mein Video zu Luke Mockridge hochgeladen habe, dessen Inhalt es war, dass ich gesagt habe, dass man ihr zwar glauben, aber Luke nicht direkt verurteilen sollte, bis er auch was dazu gesagt hat? Ja, das hat der Twitter-Cancel Culture nicht so ganz gefallen und so wurde ich halt deren nächstes Ziel. Auf dieser Plattform wurde so viel über mich geredet, dass ich sogar zwischenzeitlich Platz 1 der Twitter-Trends gewesen bin, obwohl ich ja selber nicht mal Twitter habe. Danke übrigens auch an jeden, der bei Twitter unterwegs war, um gegen diese Leute für mich zu argumentieren. Wie gesagt, ich habe ja kein Twitter mehr und kann da halt dann nichts zu sagen. In diesem Video schauen wir uns aber einfach mal an, wie idiotisch und dumm diese Bubble gegen mich hält. Als erstes kümmern wir uns mal um Jorinde Wiese, die ich ja schon in meinem Luke-Video angesprochen habe. Nicht nur, dass sie mich blockiert hat, obwohl ich noch nie irgendwas mit ihr zu tun hatte, hat sie nach meinem Video zwei Sachen in ihre Story gepostet. Bitte blockiert alle diesen KuchenTV, er hat zu viel Reichweite. Und blockiert ihn bitte. Hat auf jeden Fall gut geklappt, seitdem mache ich jeden Tag gerade mal 1000 Follower auf Instagram. Oh Mann ey, du hast mich voll erwischt. Aber blockiert man nicht normalerweise Leute, damit die nicht mehr mit einem interagieren können, warum sollte ich denn mit irgendwelchen random Zuschauern von dir interagieren? Die sind in einer komplett anderen Bubble, wahrscheinlich auch nicht die intelligentesten und ich habe halt nichts mit denen zu tun. Also macht es gar keinen Sinn, dass die mich blockieren, weil ich sowieso nichts mit denen zu tun habe. Ein paar Tage später hat sie dann noch einen Post geteilt, wo sie nach gefährlichen Accounts gefragt hat, die man lieber mal blockieren soll. Die wollen dann wahrscheinlich so eine Liste posten, damit man diese ganzen Accounts dann einfach direkt blockieren kann. Ich bin wirklich super gefährlich so mit meinen Fakten und Diskussionsansätzen, oh, das geht ja gar nicht. Nachdem ich das übrigens für meine Story gepackt habe, hat sie übrigens die Kommentare unter ihren Postings deaktiviert und hat ebenfalls jeden meiner Zuschauer blockiert, der ganz normale, sachliche Kommentare geschrieben hat. Also da weiß auf jeden Fall einer, wie man mit Kritik umzugehen hat. Ich finde das persönlich halt sehr, sehr traurig, denn man merkt, dass es ihr nicht darum geht, Meinungen auszutauschen und vielleicht ein paar Lösungsansätze zu finden, also einfach miteinander zu kommunizieren, sondern sie ist einfach in ihrer Ideologie festgefahren und möchte gar keine andere Meinung haben, denn sie ist die Einzige, die im Leben Recht hat. Jeder, der eine andere Meinung hat, wird als Feind gesehen, angegriffen oder blockiert. Das ist wirklich ein sehr trauriges Verhalten für eine erwachsene Person. Eine weitere Person, die anscheinend nicht so ganz reif ist, ist der gute alte Ernstling. Mit dem habe ich ja schon Beef seit irgendwie 7 Jahren oder so. Ich glaube, das wird halt nie enden. Kalter Krieg. Reloaded sozusagen. Ich möchte hier auch gar nicht so viel zu ihm sagen. Ich möchte euch einfach nur zeigen, wie viele Tweets er innerhalb von 24 Stunden gegen mich gepostet hat. Bruder, du beschäftigst dich mehr mit mir als meine eigene Freundin. Naja, das würde ich im Leben auf jeden Fall sicherlich weiterbringen. Ich habe ihm übrigens auch schon bei Instagram gefragt, ob wir irgendein Problem oder sowas haben. Da hat er komischerweise dann lieber nicht drauf geantwortet, weil kommunizieren ist nicht so geil wie gegen Leute hetzen. Außerdem kann er ja dann nicht mehr vor seinen Followern auf cool tun, ne? Ein weiterer Account, der extrem gegen mich ist Deutsche. Der schreibt zum Beispiel folgendes. KuchenTV, alles cool und chillig. Und dann ein Ausschnitt aus meinem uralten MPD-Video von vor 7 Jahren. Das Video war natürlich komplett. Ihr könnt euch da auch eine Reaction auf meinem KuchenTV Uncut-Kanal zu angucken. Ich habe da so Dinge gesagt wie, ja, hier die Politik kümmert sich nur um die Flüchtlinge, aber nicht um die Bürger und die MPD. Auch gar nicht so extrem scheiße und das Video war einfach Müll, ehrlich ey, das für dieses Video hasse ich mich heute noch selber. Das Ganze war aber wie gesagt 2014, da war ich 19, jetzt bin ich fast 26. Menschen ändern sich tatsächlich. Dazu sagt er übrigens folgendes. Einige Fans von GiraffenTV aka Tim Hate schreiben es bereits, das Video ist von 2014 und er sagt, er steht nicht mehr hinter diesem Video oder so. Aber ändert das was daran, dass er das gesagt hat? Der verbreitet bis heute so ein rechtes Gelaber. Ja, es macht einen Unterschied. Es kommt doch darauf an, was man gewisse Dinge gesagt hat. Ich habe mir mit 5 auch mal in die Hose gemacht. Willst du mir das jetzt auch mit 25 noch vorwerfen? Ich war da halt einfach 19, überhaupt nicht reif und habe auch gar nicht darüber nachgedacht. Natürlich ist das ein Fehler, gar keine Frage. Aber 7 Jahre später kann man mir das halt einfach nicht mehr vorwerfen und als Punkt sehen. Aber ja, bis heute pushe ich so rechte Dinge. Zum Beispiel, indem ich schon in mehreren Videos gesagt habe, dass die klassischen Geschlechterrollen absolut dämlich sind und auch die klassischen Familienbilder mit Mann, Frau, Kind abgeschafft werden sollen, da auch 2 Männer oder 2 Frauen Kinder haben können. Das sind ja so Punkte, die gerade von der AfD extrem gepusht werden. Die sind seit Jahren gegen das klassische Familienbild. In anderen Videos bin ich gegen die AfD und zeige faktisch, warum sie in einigen Punkten Unrecht haben. Die AfD ist ja momentan die linkeste Partei, die es gibt. Das ist ein ganz klar rechter Punkt, den ich da vertrete. Recht zu sein ist darüber hinaus halt erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes. Schlimm ist es halt erst, wenn es ins Extreme geht. Da scheint einer wirklich politisch richtig gut aufgepasst zu haben. Die FDP zum Beispiel wird selber Mitte-Mitte rechts eingeordnet. Ist die FDP jetzt eine Partei? Würdest du der FDP ebenfalls vorwerfen, in einigen Punkten recht zu sein? Oder zählt das nur bei KuchenTV? Erklär uns das doch mal bitte. Es geht natürlich noch weiter. Er hat ebenfalls einen Tweet gepostet, den er gelöscht hat später. Er hat allerdings noch seine Antwort darunter gelassen. Und das ist die Quelle. Das ABK-Video, wo er mich als
Spielen hinstellen möchte. Ich kann jetzt natürlich nicht beweisen, was er mir da vorgeworfen hat, aber da es in dem ABK-Video nur darum ging, dass ich pädophil bin, gehe ich mal davon aus, dass er mir vorwerfen wollte, dass ich pädophil bin oder Minderjährigen Alkohol und Drogen angeboten habe. Was wie gesagt nicht der Fakt gewesen ist, das war ein Fake-Gespräch, was wir extra für ABK aufgenommen haben. Ich meine, es ist ja einfach schon super weird, ABK als Quelle zu nehmen. In einem Beef mit KuchenTV, der da bestimmt eine ganz neutrale Meinung versucht hat zu pushen, ohne sich minimal zu informieren, sondern wahrscheinlich von Zuschauern darauf hingewiesen worden ist, dass die Punkte, die dieser Deutsche da geschrieben hat, einfach falsch sind. Das nächste, was er mir vorwirft, sind diese Screenshots hier. Damit möchte er beweisen, dass ich kein breites Themenspektrum habe. Boah, sind das schwierige Wörter. Die Frage ist, welcher YouTuber hat das denn überhaupt? Tomatolix macht nur Selbstexperimente, Alexi Bexi macht nur Technikvideos, Manu Thiele macht nur Fußballvideos und ein Standardskill macht nur GTA. Und Fortnite ist ja auch nicht wirklich ein breites Themenspektrum, oder? Aber bei KuchenTV kann man das Ganze natürlich direkt wieder kritisieren, weil nur bei ihm ist das schlimm. Aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Das erste Kuchentalks, was er da einblendet, ist Nummer 266 über so ein Gesetz in Schweden. Das letzte ist mein Video über Mitreden, Nummer 593. Insgesamt 12 Videos, die ich zwischen der Nummer 266 und 593 hochgeladen habe. Zwischen diesen Videos lagen 229 Videos, beziehungsweise das eine ist sogar ein Facebook-Fails, das heißt, wir können hier von 330 Videos rechnen. 12 von 330 sind 3,6%. Du willst mir also sagen, dass ich kein breites Themenspektrum habe, weil 3,6% meiner Videos über feministische Themen gehen? Ja. Das will er mir sagen. Er sagt übrigens dazu, dass das ja nur bei mir so schlimm ist, weil ich die ganze Zeit antifeministische Hetze betreibe. Ein Beispiel, wo ich das gemacht habe, zeigt er komischerweise aber nicht. Naja, okay, er hat ja die Thumbnails meiner Videos mit den Titeln gepostet. Also, das ist ja offensichtlich antifeministische Hetze, dass ich da vielleicht ganz normale Fakten bringe und meine Meinung sage. Nein, nein, das ist auf jeden Fall Hetze. Deswegen hat er es auch nicht geschafft, ein konkretes Beispiel dafür zu nennen. Wahrscheinlich hat er meine Videos dazu nicht mal gesehen. Ich finde es lustig, dass er mir vorwirft, dass ich betreibe, obwohl er in den gleichen Tweets gegen mich und offensichtliche Lügen verbreitet. Also, wenn das keine Doppelmoral ist, meine Freunde. Jetzt geht's allerdings weiter. Ich habe dann in einem Stream gesagt, dass ich 500 Euro für die Adresse einer Person bezahle, weil die ganz klar Rufmord gegen mich betrieben hat. Dazu habe ich dann später bei Instagram auch noch zwei Postings gemacht, ebenfalls mit zwei Leuten, die ganz klar gegen mich hetzen, wo ich ebenfalls gesagt habe, dass ich für die Adresse dieser Leute bezahle. Und ja, dass ich sowas poste, kann man auf jeden Fall kritisieren. Das Problem ist einfach, dass selbst wenn ich eine Online-Anzeige mache, das zu 99% fallen gelassen wird, weil der deutsche Staat einfach noch im Jahr 1960 festhängt und mir dann einfach sagt, jo, wir konnten die Person halt einfach nicht ermitteln. Obwohl man teilweise die kompletten Namen und die Stadt dieser Person hat. Deutschland ist einfach unterentwickelt, was das angeht. Meine einzige Chance, also mein Recht durchzukriegen, ist es quasi nach den Adressen zu fragen, damit ich dann direkt mit meinem Anwalt eine Abmahnung dahin schicken kann. Ich habe ja zum Beispiel auch viele ABK-Fanboys angezeigt, die mich halt aufs Übelste beleidigt haben. Teilweise haben die Leute sogar gegen mich gepostet. Naja, und alles wurde eingestellt, weil die Leute nicht ermittelt werden konnten. Was ist das für ein Land? Eine Person hat auf jeden Fall dann Folgendes geschrieben. KuchenTV bietet in seinem Twitch-Stream einfach 500 Euro für die Privatadresse von Twitter-User und dann will er mit Videos gegen Vorverurteilung ernst genommen werden. Wie kann man nur so gottlos, armselig und erbärmlich sein? Was auch immer das eine mit dem anderen zu tun hat, auf jeden Fall schrieb sie dann noch dazu, mal abgesehen davon, dass selbst wenn die Vorwürfe falsch wären, es nicht rechtfertigen würde, Kopfgelder auszusetzen und seine Community auf Menschen zu hetzen. Hier erstmal lustig, insgesamt sind heterosexuelle Männer, die unfreiwillig keinen Sex haben, zum Beispiel Montana Black oder halt Leute, die hässlich sind oder aus anderen Gründen einfach nicht bei Frauen ankommen. Hier wird also meine komplette Community beleidigt und als Person hingestellt, die einfach keinen Sex bekommen. Warum? Ich meine, das trägt zu nichts irgendwas bei, hat keine Aussagekraft und macht auch einfach keinen Sinn. Aber zum Glück hat sie das gegen eine Gruppe von Menschen gesagt, die sie nicht mag. Sonst wäre das wahrscheinlich ein sehr verwerfliches Verhalten, wenn ich das sagen würde. Anschließend kam von ihr dann Folgendes. KuchenTV-Fans in meinen Drukos. Ganz coole und normale Menschen einfach. Dann Verläufe, die zeigen sollen, wie doof meine Community hier einfach ist. Wobei ich hier auch ganz ehrlich sagen muss, dieser Shikota-Gogogogo doch komplett recht hat. Ich habe dann einfach mal unter ihren Tweets geguckt, was meine Zuschauer da so geantwortet haben. Und größtenteils waren da einfach ganz normale sachliche Kommentare, die gegen sie argumentiert haben. Sowas wird von ihr natürlich einfach weggelassen und stattdessen wird ein Posting erstellt, wo dann sowas steht wie, hast du dich in der Küche verlaufen? Weil man so die Community von KuchenTV natürlich am besten framen kann. Obwohl das dann halt eine von vielleicht 20 Personen gewesen ist. Dazu kommt noch, dass mir viele Zuschauer geschrieben haben, dass sie von ihr geblockt worden sind, nachdem sie ganz normale sachliche Kommentare gepostet haben. Also Props auf jeden Fall an dich. Oder dann natürlich auch solche Postings hier. KuchenTV, kein Jagd auf wegen Sexualverbrechen beschuldigte Männer. KuchenTV, eine Kritik dafür. KuchenTV startet
Jagd auf seine Kritiker keine Pointe. Doch, es gibt eine Pointe. Erstmal ist das von mir keine Hetzjagd. Zweitens hat Rufmord nichts mit Kritik zu tun. Sie posten offensichtlich falsche Dinge über mich, um mich schlecht dastehen zu lassen. Das ist Rufmord, keine Kritik. Warum bleibst du nicht bei der Wahrheit? Eine weitere Person, die natürlich auch immer dabei ist bei solchen Themen, ist der liebe Shahak Shah Piri oder irgendwie so, der ist hier eingeblendet. Mit dem habe ich sogar gestern im Discord so 20 Minuten lang geredet gehabt. Und ja, er hatte tatsächlich mit einer Sache recht. Dieses Suchen von Adressen kann man als Kopfgeld bezeichnen. Da hat nämlich einer meiner Zuschauer folgende Definition in den Chat gepostet. Kopfgeld ist halt in der ursprünglichen Bedeutung nach das Geld, was jemand erhält, der eine bestimmte Person tötet, lebendig beibringt. Okay, oder sachdienstlich Hinweis zur Ergreifung erbringt. Oh, okay. There we fucking go! Dafür, dass er in diesem einen Punkt jetzt recht hatte, der ja auch nicht zur Argumentation beiträgt, weil vollkommen egal, wie man das nennt, das ändert ja nichts an der Sachlage, lässt er sich von seinen Zuschauern jetzt extrem feiern und er hat mich mega ausargumentiert und hops genommen. Komischerweise lässt er aber solche Aussagen von sich hier weg. Ich finde es Beleidigung schlimm, aber ich bin mir sehr sicher, dass du für viele Beleidigungen, ich könnte dich jetzt beleidigen, und du könntest mich nicht dafür verklagen. Ich meine, er denkt einfach, dass es da keine Beleidigung gibt, obwohl das ja ein Paragraph im Strafgesetzbuch ist und erst letztens ein neues Gesetz rausgekommen ist, was Beleidigungen im Internet härter bestraft. Dann meinte er noch, dass ich mich als Sexist betiteln lassen muss, weil das halt in der freien Meinungsäußerung so der Fall ist. Ich meine, es ist halt ganz klar üble Nachrede. Ich habe ihm dann aber einfach mal gefragt, ob ich jetzt einfach öffentlich posten kann, dass er Pädophil. Weil das ist ja dann quasi genau das Gleiche. Dazu sagt er Folgendes. Ja, aber ist das dann Rufmord oder ist es einfach meine Meinung? Das ist ja die Frage, die ich habe. Wenn ich jetzt sage, du bist pädophil. Wenn du so tust, als gäbe es Beweise dafür. Nein, ich schreibe einfach nur so, ich mache jetzt einfach eine Instagram-Story, ich schreibe einfach, ich verlinke dich und schreibe, du bist pädophil. Dann ist es eine Beleidigung. Wenn jemand sagt, dass du pädophil bist und dann Gründe nennt, weshalb du es bist, die nicht stimmen, wenn er sagt, er hätte Beweise, die nicht stimmen, wie gesagt, dann ist es Rufmord, natürlich. Ja, aber die haben doch jetzt auch keine Beweise gepostet, ob ich sexistisch bin. Die haben das einfach nur geschrieben. Die haben ja kein... Wenn jemand findet, dass du ein Pädophil bist, dann ist es eine dumme, unbegründete Meinung, aber es ist eine Meinung. Also bist du der Meinung, dass wenn ich jetzt über dich poste, wenn du bist pädophil, dass du mich nicht anzeigen könntest? Wenn du es wollen würdest, nur wenn du es wollen würdest, könntest du mich nicht anzeigen, weil es ist eine Meinung? Das weiß ich nicht. Aber was ist, wenn du uns... Aber ich finde, es ist doch offensichtlich Rufmord. Ich meine, er stottert die ganze Zeit, bringt keine richtige Antwort raus und versucht 5-mal vom Thema abzulenken, ohne die Frage zu beantworten. Diese ganzen Sachen, wo er schlecht ausgesehen hat, lässt er natürlich weg. Aber dass er bei der Definition eines Wortes recht hatte, was ja gar keinen Wert für diese Diskussion hatte, das wird ganz doll auf die Twitter-Page gepostet und damit wird sich dann cool gefühlt. Wisst ihr, wie ich mich nach diesem Post gefühlt habe? Dieses Bild habe ich mal in einem Medienseminar, wurde mir das mal gezeigt und ich finde es ganz interessant und ganz passend. Man sieht hier eine Szene. Man sieht einen Gejagten und einen Jäger mit einem Messer. Und hier haben wir eine Perspektive der Kamera, die zeigt etwas. Und die zeigt genau den Ausschnitt, die Perspektive, dass es andersrum aussieht. Als wäre diese Person der Jäger und diese die Gejagte, obwohl es in Wahrheit andersrum ist. Nein, aber mal ernsthaft. Ich finde es halt einfach schwach, sich dann so komisch im Internet zu platzieren, wenn es halt offensichtlich nicht die Diskussion wiedergibt. Aber gut, wenn du das brauchst, dann gebe ich mich damit zufrieden. Geil finde ich auch, dass sich diese Leute wirklich an jeden noch so kleinen Strohhalm festklammern. Erstmal natürlich mein MPD. Video von vor 7 Jahren, aber auch die Tatsache, dass ich ja gerade ein laufendes Verfahren wegen Volksverhetzung habe. Da gibt es dann zum Beispiel solche Postings hier. Im ersten wird nochmal ganz groß gezeigt, dass ich Geld zahlen muss. Im zweiten wird dann gezeigt, was das Gericht sagt, was ich gemacht haben soll. Und beim dritten wird dann nochmal gezeigt, dass ich ja schon mal wegen Volksverhetzung verurteilt worden bin. Was ich hier übrigens wieder lustig finde, was ich genau gemacht habe, das wird komischerweise gar nicht gezeigt, obwohl das im Weißartikel sogar auch zu finden ist. Und zwar habe ich zu einem Bild gesagt, gar nicht mal so schlecht. Ja, tatsächlich, das ist alles, deswegen soll ich 32.000 Euro zahlen. Das Ganze ist natürlich absolut lächerlich und ich bin natürlich auch in Berufung gegangen. Und das Verfahren läuft halt bis heute. Das heißt, ich wurde noch gar nicht rechtskräftig verurteilt, von den Leuten wird es aber komischerweise genauso hingestellt. Beim ersten Mal habe ich auf Twitter 2 offensichtliche Witze gepostet. Dafür musste ich ebenfalls 500 Euro zahlen. Hier muss man aber dazu sagen, dass ich da gar nicht gegen vorgegangen bin und mich auch nicht wirklich verteidigt habe, außer die Aussage, die man bei der Polizei gemacht hat, weil ich einfach schlichtweg nicht die finanziellen Möglichkeiten hatte, um mich da vernünftig zu verteidigen. Das heißt, ob das jetzt wirklich Volksverhetzung gewesen ist oder noch von der Kunstfreiheit gedeckt ist, das wurde halt nie verhandelt. Unter Volksverhetzung versteht man natürlich normalerweise was ganz anderes. Und zwar sowas hier. Hat der Typ nicht mal vor ein paar Jahren den Holocaust geleugnet und die NPD supportet? Warum wird so einer verteidigt? In dem zweiten Tweet, den er gepostet hat, hat er dann übrigens auch den Artikel verlinkt, den er anscheinend nicht mal gelesen hat, denn da steht ja drin, was ich gemacht haben soll. Digga, das kannst du dir halt wirklich nicht ausdenken, oder? Diese Community
halt absichtlich mit dem Wort Volksverhetzung, da das natürlich erstmal mega krass klingt. Wie so jemand, der halt was gegen Ausländer hat und aufgrund dessen verurteilt worden ist. Trotzdem muss man sich doch jeden Fall einzeln angucken und man kann bei meinen Fällen doch sehen, dass ich halt offensichtlich aufgrund dessen nichts gegen Ausländer habe. Warum bietet YouTube einem mehrfach wegen Volksverhetzung verurteilten Antisemiten wie KuchenTV eigentlich noch eine Plattform? Dieser Typ zum Beispiel ist, by the way, erwachsen und haut so eine dumme Meinung raus. Also ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Warum bin ich denn jetzt plötzlich ein Antisemit? Vor allem bin ich zwar quasi zweimal verurteilt worden, aber das eine ist doch noch gar nicht rechtskräftig. Das ist dem Typen aber anscheinend einfach komplett egal. So funktioniert also das Rechtssystem. Jetzt weiß ich Bescheid. Und ich meine, dass ich in vielen Videos gesagt habe, dass die Religion eines Menschen vollkommen egal ist. Das lassen wir mal lieber weg, ne? Das passt nämlich nicht gegen KuchenTV. Das nächste, was man nutzt, um gegen mich zu hetzen, ist der Streit, den ich mit meiner Freundin 2018 hatte. Und zwar hatten wir da wirklich den heftigsten Beef der YouTube-Geschichte. Und am Ende stand halt der Vorwurf im Raum, dass ich sie angeblich geschlagen habe. Sie hat dazu auch einige Bilder und Texte bei Instagram gepostet. Das Ende vom Lied ist, dass sie mich halt auch angezeigt hatte und der Staatsanwalt hat das einfach so wieder eingestellt. Mein Anwalt hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht eingestellt und auch Gina hat das nicht von sich aus wieder zurückgenommen. Der Staatsanwalt hat ganz alleine von sich die Fakten gesehen und hat gemeint, nein, da ist nichts passiert. Eigentlich ist das also der Beweis dafür, dass ich nichts gemacht habe. Natürlich nicht für die Twitter-Community. An dieser Stelle möchte ich übrigens nochmal sagen, tragt niemals private Beziehungsprobleme nach außen aus. Es ist das Dämlichste, was wir jemals gemacht haben. Nur mal so nebenbei. Wobei das natürlich unterhalten für die anderen Leute ist. Trotzdem stellt es die Twitter-Community so hin, als hätte ich das Ganze getan, obwohl es dafür faktisch gesehen halt keine Beweise gibt und das entsprechende Verfahren sogar eingestellt worden ist. Das ist genau das Gleiche, was ich diesen Leuten schon bei der Luke Mockridge-Sache vorgeworfen habe. Aber alles gut, man braucht keine Beweise, denn ich bin der böse weiße Mann und da ist das nur zweitrangig. Und by the way, an den Typen hier. Ich habe nur einen Fall bei der Volksverhetzung offen. Wie kommst du denn bitte auf zahlreiche? Da würde ich ja gerne mal deine Quelle von sehen. Das Ding ist, ich könnte halt wirklich den ganzen Tag so weitermachen. Hier zum Beispiel wirft mir eine Person vor, dass ich gesagt habe, dass Schlomo nicht rechts ist, obwohl ich das erst vor ein paar Monaten mehrmals gesagt habe. Die gleiche Person wirft mir auch vor, dass ich meine Freundin geschlagen habe, dass ich ein sexueller Wichser bin und sowas. Und naja, was soll ich sagen? Die ist halt null anonym im Internet unterwegs. Ich habe ihre Adresse und Namen und das habe ich sogar alleine rausgefunden. Und mein Anwalt freut sich auf jeden Fall auf dich. Am geilsten ist übrigens auch das hier. KuchenTV ist nicht rassistisch. Ich bin jetzt rassistisch, weil ich ein Meme über den Namen einer ausländischen Person gepostet habe. Okay, da weiß ich halt wirklich nicht, wie ich mich verteidigen soll, weil keine Ahnung, was sagt man denn da? Dass ich schon 100-mal Witze über deutsche Namen gemacht habe, das zählt wahrscheinlich nicht, ne? Diese Community möchte sich gar nicht vernünftig mit Leuten beschäftigen, die sie nicht mag und dann eine vernünftige Grundlage für Kritik haben. Ihr geht es halt nur darum, den Gegenüber mit Rufmord, übler Nachrede und Beleidigungen so krass runterzudrücken, wie es halt einfach nur geht, um sich dann halt selber irgendwie besser zu fühlen oder keine Ahnung, was sie damit erreichen, um ehrlich zu sein. Wenn dann Gegenstimmen zum Beispiel von meiner Community kommen, dann werden diese Leute natürlich sofort blockiert, denn das passt nicht ins eigene Weltbild. Und das ist auf allen Ebenen einfach schwach. Ich meine, ihr müsst mich ja nicht mögen. Ihr könnt mich ja auch ganz normal und sachlich kritisieren. Ihr könnt auch Witze über mich posten. Aber warum müsst ihr die ganze Zeit Dinge aus dem Zusammenhang reißen oder euch Sachen ausdenken, einfach nur um gegen mich zu können. Ich würde das halt wirklich super gerne einmal wissen. Warum könnt ihr nicht einfach bei der Wahrheit bleiben? Stellt euch einfach mal vor, über euch passiert sowas bei eurem Arbeitgeber. Würdet ihr das dann auch feiern, wenn ihr da falsch hingestellt werden würdet? Das Gute ist aber, dass es mir ziemlich egal sein kann, nachdem ich mit dem Video hier abgecasht habe. Denn diese Twitter-Community ist halt wirklich einfach eine Parallelwelt. Ich werde da zwar extrem gehatet und fertig gemacht, aber auf YouTube oder Instagram habe ich halt gar keine Auswirkungen davon. Ich kriege immer noch genauso viele Abonnenten wie vorher, meine Dislikes sind nicht mehr geworden und bei Instagram kriege ich auch wirklich überhaupt gar keine Hate-Nachrichten. Von daher, macht ruhig in eure Community so weiter, aber denkt doch mal drüber nach, ob das halt wirklich der richtige Weg ist. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye.